Was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun. Okay, will mal eben los. Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür ran, lauf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen. Werner gibt's die allerbesten Brötchen beid und beid. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von dem Großangriff und CD-Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen im Erdbogen gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hören auf den Nachrichtensprecher. Lage wird immer dramatisch verschlechtert. Heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze hat erwischt bei einem Verkehrsunfall. Dann kann er mächtig die Laune verderben. Es fällt diesem Mist wie ein hier genau vor meinen Augen zu sterben. Absolute Wahnsinnsshow. Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen. Niemand, der mir sagt, wieso. Beim Frühstück und der Abendbrot. Die Fragen bohren so gnadenlos. Wie diese. Eine Million bedroht vom Hunger tot nach Schätzungen der UNICEF. Wer nicht gerade gesundes Obst der Hexel in der Molinex. Sehe ein Kind in dessen traurigen Augen eine Fliege sitzt. Weiß, dass das nicht grausam ist, doch scheiße, Mann, ich fühle mich. Was denn bloß los mit mir, verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht habe ich schon zu oft gesehen, dann sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mehr das mehr erschrecken? Wenn irgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken. Dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf, sowas kann uns nicht passieren. Und was wäre, wenn doch um mich zerreißen die Fragen? Ich kann den Scheiß nicht ertragen, die haben nichts mehr zu fressen und ich am Stein im Mund. Absolute Wahnsinnsshow, Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand, der mir sagt, wieso. Frühstück und der Abendbrot. Die Fragen bohren so gnadenlos. An Tagen wie diesen. Oh, 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 oh. Was hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag passiert auf bestialische Art ein ganz brutaler Anschlag, bei dem 6 Leute starben. Die Verletzten schreien Namen. Diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen. Und ich seh's noch genau, das Bild im TV. Ein junger Mann steht dort im Staub, fleht um Kind und Frau. Jetzt frage ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert, noch bevor es seinen ersten Geburtstag hat. Doch das übersteigt meine Vorstellungskraft. Vielleicht waren die Attentäter voller Hass für den Gegner. Vielleicht gab es Liebe für Familien, sie waren sogar selber Väter. Manchmal, wenn ich nachts sehe, passiert mit mir etwas Seltsames. Denn auch wir sind Eltern jetzt, haben ein Kind in diese Welt gesetzt. Und dann kommt es vor, dass ich Angst davor kriege, dass uns etwas geschieht. Dass man den verliert, den man liebt, das ist das wirklich ihn. Mitten in der Nacht werde ich wach und bin schweißgebadet. Schleich ans Bett meiner Tochter, hör wie sie ganz leise atmet. Absolute Wahnsinnsshow, Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand, der mir sagt, wieso. Frühstück und der Abendbrot.